Da bin ich wieder. Ich habe mir jetzt wirklich überlegt, so, was kann ich sagen? Ne? Aber da bin ich wieder, ist natürlich die beste Alternative. Ich sehe genau, du hast noch nicht abonniert. Falls du das noch nachholen möchtest, unterstützt du mich, unterstützt meinen Kanal. Das kann man übrigens auch mit dem Daumen nach oben machen und vielleicht hast du ja Bock, irgendwas in die Kommentare ranzuhauen. Falls du richtig gut drauf bist, kannst du auch eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Was bringt dir das genau? Gar nichts. Ich schaffe es leider nicht, da irgendwie mehr Videos hochzuladen. Aber vielleicht können wir es ja so regeln, dass du vielleicht vorzeitig in meine Videos reingucken kannst. Da gibt es nämlich eine Funktion bei YouTube. Also, falls du Bock hast, danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss! Die Zeit ging so schnell vorbei und ich habe mir halt gedacht, wir fangen jetzt mal mit was Einfachem an, was gerne geguckt wird und an euch die Bitte, wenn ihr dieses Format mögt. Ne? Also wir müssen jetzt wieder dem Algorithmus beibringen. Ich bin wieder da. Wenn ihr dieses Format mögt, kommentiert, liked, weil ich brauche eure Tipps auch in Bezug, wie kann man Produkte, die man so nicht wirklich verwenden kann, zweckentfremden. Na, also ich habe auch den einen oder anderen Tipp. Ich würde jetzt einfach sagen, ich lege mal los. Ich will jetzt nicht einfach nur stur runterrattern, so und so sieht's aus, sondern einfach auch mal ein bisschen über die Produkte noch schimpfen. Wir legen los mit Sanozon. Beim letzten Mal 62,72, jetzt habe ich 54,22. Da kann ich mir wirklich auf die Schulter klopfen, weil im Moment, ich habe allein im Hintergrund die Nose, sieht man. Ich teste gerade schon eine von Balea. Als nächstes kommt die Nose dran. Ich bin schon so verschwenderisch und trage mir die auf den Körper auf. Auch die, deswegen ist das schon ein bisschen mehr draußen. Na, also ihr müsst euch ja nicht nur aufs Gesicht beziehen. Und bei mir ist halt die Besonderheit, dass ich halt eben Dinge teste und natürlich mehr zu Hause habe als ein Otto-Normalverbraucher. Und deswegen wird es dann auch auf dem Körper aufgetragen, weil Sonnenschutz braucht man. Und da gibt es klägliche Diskussionen wirklich in Bezug von Sonnenschutz. Kann ich euch Geschichten erzählen, aber Dr. Watson hat jetzt ein sehr gutes Video dazu gemacht. Ich habe mir überlegt, vielleicht eine Reaction dazu zu machen, aber momentan habe ich irgendwie nicht so Bock darauf, so Reactions zu machen. Ich weiß auch nicht, ich denke mir jetzt jedes Mal, wenn ich in anderen Streams bin, eine Reaction jetzt? Nee. Also es gibt ein sehr gutes Video von Dr. Watson und das kann ich jetzt immer verlinken, wenn es irgendwie zu so Diskussionen kommt, weil es sehr gut aufgearbeitet. Die ewige Diskussion, ob Sonnenschutz giftig ist. Naja, also 54,22 und da bin ich wirklich ein bisschen stolz auf mich. Übrigens, mal zwischenrein, ich wiege meine Sachen mit dieser Briefwaage, die habe ich von Amazon, die findest du unten in der Infobox verlinkt. Und solche Briefwagen kann man eben auch für Sonnenschutz verwenden, wenn du dir einen neuen kaufst und nicht weißt, was 1 Gramm ist, kannst du es ungefähr abwiegen, also dass du mal siehst, was 1 Gramm in deinem Sonnenschutz ist. Also jeder Sonnenschutz ist ja irgendwie von der Textur auch anders. Und dann machst du es ungefähr. Also ich mache es dann immer ungefähr. Ne? Also jedes Mal abwiegen tue ich jetzt auch nicht. Und damit wiege ich halt eben auch, außer meine Briefe, auch zusätzlich noch meine Produkte ab. So. Als nächstes, was Neues. Und jetzt werden die mir ein bisschen auf Instagram folgen, schon denken, hey, das magst du doch. Ja, aber ich habe eben auch unwahrscheinlich viel Parfum. Und Deal ist halt schon ursprünglich mal gewesen, ich kaufe mir erst wieder ein Parfum, wenn ich was leer mache. Und offensichtlich mache ich nichts leer. Und man sieht nicht viel, aber halt doch das ein oder andere Parfum hier stehen. Na, also ganz da hinten sind noch die Laris. Und eben das dann auch. Wenn ihr ein Video haben wollt zu meiner Parfum-Sammlung, ein Update, es ist doch das ein oder andere dazugekommen. Dann kann ich das gerne machen. Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Und das ist
fast voll noch, 205,86, aber ich habe das auch jetzt dran. Das ist nicht wirklich intensiv. Klar, das kostet 6 Euro. Du kannst von einem 6-Euro-Parfum nicht erwarten, dass das richtig stark riecht. Aber auch mit solchen Sachen könnt ihr euch überparfümieren. Also passt da ein bisschen auf. Ne? Aber das fliegt bei mir sehr schnell. Das spricht mich einfach entweder aus Höflichkeit niemand an, aber bis jetzt. Du hast es auch nur kurz auf der Haut, habe ich das Gefühl, das ist wie so ein Bodymist und dann ist es weg. Dann haben wir hier, die kann ich jetzt endlich auch mit der Briefwaage abmessen, weil die war vorher einfach zu voll. Und ich habe sie schon wieder einige Zeit nicht genommen. Also Produkte, wo man halt mit dem Finger reingeht, da gibt es halt unwahrscheinlich große Angriffsfläche mit Bakterien. Das bedeutet, solche Produkte kippen recht schnell. Ich nehme es zum Handy eincremen ganz oft her, obwohl die gar nicht ideal ist. Ne? Also das ist echt keine ideale Handcreme. Mir die Füße, also die Füße creme ich mir damit auch ein. So ganze Packungen mache ich mir damit nicht. Ich habe schon einiges jetzt aufgebraucht. Vorher 274,67, jetzt 238,99. Du kannst eben auch mit so Bodylotion. Ist halt eine schmierige Angelegenheit. Kannst du auch die Beine rasieren, das geht. Du kannst eigentlich mit fast allem die Beine rasieren, das geht auf jeden Fall. Auch neu mit eingezogen. Die Creme kann eigentlich echt nichts dafür, aber ich habe so viele Cremes jetzt gerade wieder offen stehen und jetzt mache ich den Fehler und mache die mit auf. Aber da weiß ich schon, die werde ich zweckentfremden. Das ist übrigens eine kleine Größe, die kam aus dem Adventskalender raus. Jetzt noch vom Adventskalender sprechen ist auch, die nächsten kann man schon für Weihnachten wieder kaufen. Ist schon mega krass. Die möchte ich auf jeden Fall, wie gesagt, leer machen. 25,81. Ich habe nämlich noch so eine kleine da hinten rumstehen und noch eine Originalgröße. Das wird halt auch nicht besser. Ja, original verpackt ist immer gut, aber ihr wisst ja, wie es ist. So, dann haben wir das Deo. Und bei dem Deo habe ich halt schon jetzt den Fokus gelegt, dass ich das halt wirklich aufbrauche. Ich habe lange Fingernägel, ich gehe immer mit dem Fingernagel rein, damit eben meine Haut nicht so viel Fläche mit dem Produkt hat, weil sowas eben schnell kippen kann. Und das ist über ein Jahr alt jetzt, ne? Und mir ist es schon zweimal passiert, dass Creme-Deos eben gekippt sind. Und das finde ich halt eben immer schade. Das letzte Lavera-Deo habe ich aber auch leer bekommen. Ich mag die ganz gerne. 52,53, jetzt sind es 45,29. Aber ich bin so ein bisschen der Meinung bei mir, die Creme-Deo-Zeit ist für mich irgendwie rum. Ne? Also ich verwende kein Deo aus so Metalldosen, das nicht, aber aus Glas meistens, obwohl das echt auch gar keine Rolle spielt. So, ich muss echt sagen, so die Zeit, wo ich sowas irgendwie verwendet habe, ist irgendwie, ist es nicht mehr, ich weiß auch nicht. Dann haben wir die No-Maske. Ui. Ich und Masken. Ich habe sie aber offensichtlich einmal jetzt in der Zwischenzeit verwendet. Ich weiß schon gar nicht mehr wann. 76,54, jetzt sind 69,07 drin. Die kannst du nicht zum Eincremen verwenden. Das geht gar nicht. Ne? Also da ist irgendwie so ein Kreidezeugs drin und das hast du dann auf der Haut. Und das fühlt sich nicht gut an, echt nicht. Ich mache es ab und zu halt mal am Abend. Ab und zu ist das Stichwort, aber Masken finden bei mir halt auch nicht so einen festen Platz. Ich mag es einfach nicht so. Ich wusste schon, als ich es am Adventskalender rausgeholt habe. Naja. Was ich aber auch überhaupt nicht leiden kann, auch aus dem Adventskalender, ist das Vitamin C Serum, was mega ölig ist. Ich habe, glaube ich, über ein Jahr gebraucht, bis ich das letzte leer hatte. Das stellt sich auch als schwierig heraus. 55,65 Gramm waren drin, jetzt habe ich 52,29 immerhin, ne?
Also ab und zu nehme ich mal ein paar Tröpfchen und packe mir das aufs Gesicht. Tagsüber geht das gar nicht. Jetzt teste ich auch gerade eine Sonnencreme, also von Balea, die ist mega eigenartig. Im ersten Moment denkst du so, oh, ist irgendwie matt. Und dann fettet deine Haut immer mehr nach. Und wenn ich mir denke, ich mache sowas noch drunter, es ist halt immer schade, du schließt halt eben eine ganze Gruppe aus, weil Leute, die eine fettige Haut haben, die ölen sich nicht gerne ein. Das ist halt nun mal so. Und ich habe eine schnell fettende Haut. Nächstes Produkt, da muss ich auch ein bisschen lästern. Heutzutage kauft man sich nicht mehr so teure Niacinamid-Serien. Als No rausgekommen ist, da war Niacinamid noch nicht so wirklich in der Drogerie zu finden. Jetzt kriegst du halt von Balea, kriegst du Niacinamid-Serum. Ich liebe ja das von Isana. Für 4 Euro weniger. Was kostet das im Schnitt? 12, 10? Weiß gerade gar nicht auswendig. Es ist auf jeden Fall günstiger, wenn ihr die Eigenmarken verwendet. Von dem her ist halt eben auch im Adventskalender drin gewesen. Und ein bisschen habe ich aufgebraucht. 59,53 hatten wir. 52,78 haben wir jetzt. So, was haben wir jetzt noch? Jetzt kommt ein ganz schwieriges vorletztes Produkt. Das ist auch schon im Tee gelegen. Ich habe Tee verschüttet und dann lag der offensichtlich drin und das hat sich verfärbt. Schön sieht es nicht mehr aus. Aber naja. Ich bin jemand, ich habe schmale Lippen und von dem her habe ich nie trockene Lippen. Habe ich halt einfach nicht. So Lippenpflege brauche ich vielleicht mal, wenn ich extremst allergisch reagiere, irgendwie Nase zu ist oder ich erkältet bin, auch die Nase zu ist und man viel durch den Mund atmet. Aber sonst muss es nicht nützen. Ich bin ganz cool damit. Und ich weiß nicht, ob ich das leer kriege. 18,9 Gramm waren drin. 60,63 sind es jetzt. Es ist nicht mal ein Gramm, was fehlt. Ich muss so lachen. Es ist nicht mal ein Gramm, was fehlt. Hey, also, wenn das in der Geschwindigkeit leer wird, dann haben wir echt in einem Jahr noch was davon. So, letztes Produkt. Und ich habe ja schon gesagt, ich muss ein paar Cremes aufbrauchen, auch noch eine testen. Balea Ceramidcreme 42,88. Ich glaube, von der habe ich jetzt nicht mehr viel. Die schmiere ich mir viel auf den Hals. Um solche Dinge zu verbrauchen. Ihr könnt auch eure Handrücken nicht vergessen, ne, die auch ein bisschen pflegen. Und da ist die Ceramidcreme nicht schlecht. 42,88 waren drin, jetzt sind es noch 31,43. Ich glaube, das ist auch so das nächste Produkt, was leer werden wird. Ob ich die mir nochmal nachkaufen würde? Nee. Ich fand die Formulierung von der Urea besser. Aber kann natürlich auch nicht sagen, weil ich die jetzt schon ewig nicht mehr gekauft habe, ob die Formulierung immer noch so ist. Mochtet ihr die? Mochtet ihr irgendwelche Produkte, die ich jetzt gezeigt habe? Und habt ihr Tipps, wie man solche Produkte zweckentfremden kann? Ihr hilft mir, ihr hilft meinem Kanal und ihr hilft natürlich auch diesem Video, dass es einer breiteren Masse gezeigt wird. Ich bedanke mich an der Stelle, sage danke fürs Einschalten. Schön, dass du wieder dabei warst. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.